Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es wieder was von Burger King und zwar den Halloumi King, ihr Lieben. Den gibt es einzeln für 3,99 € als Double Halloumi King für 5,49 € oder im Menü für 7,79 €. Ich habe mir den heute zur Feier des Tages. Was meint ihr? Einzel oder Doppel? Was gönnt sich der Guru? Ich esse ja manchmal wirklich viel, aber ich achte auch immer auf die Portion. Und deswegen habe ich mir heute den Halloumi King im Einzel gegönnt. Also nicht im Doppel und ohne eine ganz spezielle Zutat, die ich leider gar nicht so gerne mag. Ohne Zwiebeln habe ich ihn bestellt. Und hier ist er drin. Ich bin sehr gespannt, wie er aussieht. Halloumi ist ja ein ziemlich geiler Käse. Auch als Quietschekäse bekannt und auch gerne als Grillkäse genutzt, weil der nicht zerläuft, der zerfällt nicht. Die Geschichte von Halloumi, ich hole nicht zu weit aus, aber der ist schon über 2000 Jahre alt, hat eine lange Tradition und Halloumi ist einfach ein geiler Käse. Deswegen ziemlich cool, dass den hier Burger King auf so einem Burger packt. Da kommt das Beste aus der alten und der neuen Kultur hoffentlich zusammen. Wir schauen uns den mal in Großaufnahme an, ihr Lieben, aber er sieht schon mal ganz cool aus, finde ich. Dann wollen wir uns mal den Halloumi King in Großaufnahme anschauen. Ihr seht es ja auch schon. Ich öffne mal das Brötchen. Zwiebeln sind zum Glück nicht drauf. Da ist der leckere Halloumi-Käse, eine Tomate, die Sandwich-Soße. Und so sieht das Halloumi-Patty aus. Und das riecht schon sehr, sehr gut. Oh, ich freue mich ja so drauf, da gleich reinzubeißen. Ich habe richtig Hunger auf diesen Burger. Wenn ich das sehe, läuft mir wirklich das Wasser im Mund zusammen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Sieht er aus und gleich ist er in meinem Mund. Sonntag ist Gönntag und jetzt gönne ich mir den Halloumi King. Und ich habe ja Quietschekäse gesagt, ne? Und man schmeckt ja so. Man hat echt so ein kleines Quietschen im Mund. Man hat das Gefühl, wow, ob das vielleicht sogar die Zähne weißer macht, wer weiß. Könnte bei mir wahrscheinlich nicht schaden. Und so sieht der Käse von innen aus. Und da drüber ist eine klassische Burger King Sandwich-Soße. Ist das, glaube ich, so eine Art Mayonnaise. Ist ganz lecker. Dieses Brötchen so in Richtung... Oh, jetzt nicht übertreiben. Ja, ich würde so eine Mischung zwischen Burger, Bun und Brioche... Vielleicht im entferntesten, aber nicht ganz so trocken wie sonst. Der Käse ist echt das Highlight. Ich mag Halloumi, der hat auch immer so eine schöne eigene Würze. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Pep dahinter sein. Vielleicht noch irgendeine geile orientalische Soße draufknallen. Oder irgendwas mit Knoblauch. Knoblauch geht immer, finde ich. Ich finde die Idee geil. Geschmacklich finde ich den echt gut gelungen, ganz lecker, aber ein wenig mehr Pep und er wäre perfekt. So schon mal eine richtig coole Idee. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, will ich mir den nochmal kaufen? Ja, aber noch irgendeine fruchtige Soße will ich dann da drauf machen, ja. 5 für den Einstieg, 8 Punkte kann man machen. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich, halt stopp, im nächsten Video und vielleicht habt ihr auch Bock. Ich habe ja schon mal den Halloumi Beef und Chicken von Burger King für euch getestet. Den gibt es jetzt auch am Ende des Videos. Könnt ihr auch nochmal reinschauen. Und ich glaube, da hatte ich sogar noch ein Bad, ihr Lieben. Bis bald!